Kuckuck, da bin ich wieder nach einer längeren Auszeit. Was heißt Auszeit? Eigentlich hatte ich ja geplant, dass es eine komplette, ja sagen wir es mal so, ein Rückzug vom Video machen ist. Ich habe das jetzt, mein letztes Video ist im März gewesen, glaube ich, nicht? Der Part 5 von Borderlands 3 damals. Aber irgendwie fehlt mir die ganze Scheiße. Ich habe jetzt vor ziemlich viel gezockt in der Zeit. Was ist ziemlich viel? So viel brauchst du als Obi, ne? Ich wurde doch ab und zu mal gefragt, ob ich noch Videos mache, warum ich keine mehr mache. Ich hatte ja nie so ein richtiges Abschiedsvideo. Und jetzt hat es mich irgendwie wieder gepackt. Weiß auch nicht warum. Oder? Keine Ahnung. Zumindest, ich hätte auch schon eher drauf Bock gehabt, aber irgendwie hat sich meine Festplatte gedacht, von heute auf morgen, fick dich, ich gehe kaputt. Alle Videos sind weg, aber habe ich ja notfalls auch bei YouTube hochgeladen, kann ich mir quasi in hässlicher Qualität wieder runterladen und da kann ich mich drüber freuen. Ich habe mich jetzt erstmal für Modern Warfare entschieden, ich habe so Bock gehabt auf das Spiel. Ich raste auch immer noch, mehr oder weniger, ach gut, ich bin ja ein bisschen ruhiger geworden, ne? Bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich reg mich nicht mehr ganz so oft wie früher, also nicht ganz so oft, aber es macht halt immer noch Bock. Ich werde, denke ich mal, auf dem Kanal hier auch die Kampagne zeigen, ob das jemand guckt. Mir soll es egal sein. Irgendwie fehlt mir die ganze Schose. Deswegen werde ich das jetzt mal weiter durchziehen, mehr oder weniger. Ich habe schon ein paar Ideen im Kopf. Mal sehen, wie sich die umsetzen lassen. Ob sich die umsetzen lassen, keine Ahnung. Auch für März habe ich noch was anderes im Kopf. Ja, was könnte das wohl sein? Ich könnte mal gucken, was so rauskommt. Auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal, das ist wirklich ein spontanes Video hier. Ich habe lange Probleme gehabt, dass die Aufnahme nicht ruckelt. Hab da ein bisschen rumprobiert und bla und Call of Duty ist so ein bisschen dumm, was das angeht. Und da hab's jetzt irgendwie hingekriegt, hab einfach nur versucht, mal halbwegs Aufnahme zu kriegen, ohne dass das Blöde vor sich her ruckelt. Und irgendwie war es ein ganz angenehmes Gameplay. Ich bin halt immer noch der totale Lauch, was das angeht. Man wird ja auch nicht jünger, bin ja quasi mit meinen Mitte 30 in Call of Duty schon Opa. Und da kommt man immer ganz so schnell mit. Wie gesagt, das soll ein deine spontanes Video sein, dass ich wieder zurück bin. Mehr oder weniger zurück. Ich hoffe, dass ich halbwegs kontinuierlich Videos bringen kann. Na gut, andere drei Monate ist ja auch kontinuierlich. Aber ich hoffe, dass jetzt eher mal öfters kommt, vielleicht auch mal so kleine Titel. Mal sehen, was die Zeit so bringt. Wie gesagt, ich werde jetzt hier irgendeine komische Musik drunter legen und einfach mal das Video hier, das Gameplay, was nicht ganz so schlecht geworden ist mit meiner Lieblingswaffe seit Modern Warfare 1 eigentlich. Der MP5, gut, Modern Warfare 3 war es dann die MP7. Die habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht freigeschalten. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall eine der guten alten Maps, Rust in dem Fall. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen. Könnt ihr einen Kommentar da lassen, was ihr euch so wünscht. Also ich nehme hier gerne Wünsche an und bla. Was für Spiele Fortnite wird, ne? Sag ich gleich. Da bin ich echt zu alt für. Das können ja alles meine Enkel dann spielen. Da bin ich dann wirklich, ne, habe ich keine Lust drauf. Wie dem auch sei, würde mich freuen, wenn ihr auch zuschaut. Du auch, Lisa. So, da habe ich es erwähnt. Gut. Dann viel Spaß noch hoffentlich bei dem Video. Geht nicht allzu lange. Ich hoffe, die Qualität ist halbwegs in Ordnung. Ich bin ein bisschen raus aus dem Game, wie das ging. Mal gucken, ob ich noch hinkriege. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.